So, moin zusammen. Weiter geht's mit Tavernmaster. Und, ja, wie man sieht, der Forschertisch wurde hier an die Seite gesetzt. Dann hier nochmal so ein Durchgang. Ein kleiner Zweiertisch kommt hier in die Ecke. Und, diese Wand haben wir weggenommen und uns auch dafür entschieden, hier so einen offenen Durchguck zu machen. So, das Bild, was hier war, kam dann natürlich da an. Die Bar ist weg. Huch, was ist denn hier passiert? Hat den Hintergrund. Wir machen oben auf. Haha. So, und ja, die letzte Restkohle, die ist halt jetzt ins Oberstübchen gewandert. Und hier kommt eine offene Küche rein. Das haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier kommt dann die Speisekammer rein. Hier ist die Bar gelandet. Hier hinten soll dann nochmal ein Schreiber rein. Ansonsten wird hier alles mit Tischen voll gemacht. Und hier kommt dann auch nochmal so ein offener Durchgang wie hier hin. Und den ziehen wir wahrscheinlich dann auch komplett durch bis da. Und 225 Gäste kommen jetzt schon am Tag. Und Sitzkapazität muss ich nochmal durchzählen. Hier 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 56 haben wir dann. Immer noch, 56 unten. Ich kann es mir einfach nicht merken. So, 56. 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84... 88, 90. Für 94 Gäste haben wir jetzt Kapazität. So, eine Band haben wir jetzt hier oben noch nicht. Müssen wir mal schauen. Lichter. Mal, sieht alles super aus. Für 96 Gäste. Und ja, wie der Forscher arbeitet, wollte ich mir auch mal anschauen. Ist das eigentlich eine Frau oder ist das ein blonder? Nee, ist eine Frau. Cool. Ja, die haben jetzt hier ein einzelnes Date. So ein Zweiertisch war eine Überlegung, den nochmal hier ranzusetzen, so wie es hier der Fall ist. Oder ob das nicht dann doch zu eng wird. Mal abgesehen von der Lampe hier. Auf jeden Fall läuft das so auch schon richtig super wieder. So, ich kann da oben schon mal ein bisschen weiterbauen. Hier Wand zumachen, Wandtextur und hier dann Mauer rein. So, wir haben eigentlich noch genug Käse, Erdbeeren, Schinken, Erbsen. Haben wir alles noch da. Erdbeeren, wie viele Erdbeeren? Reicht. So, nehmen wir nur das mit. Davon brauchen wir mehr. Einmal auf Level 30. Gut, die marschieren los und jagen im Wald. Wagen beschützen, Dorfbewohner beschützen, solche jagen im Wald. Da schicke ich den nächsten Rest einfach mal hin. So, die Pilzsuppe wurde verbessert. 95 Münzen jetzt für eine Portion. Und ansonsten waren alle Gerichte wieder auf der Karte. Jetzt könnte man hier natürlich, wenn die Bar weg ist, da nochmal einen langen Tisch reinsetzen. Muss mal schauen. Aber ich würde hier eigentlich schon gerne eine zweite Bar haben. Einfach aufgrund der enormen Anfrage von Getränken hier unten. So, hier oben sieht es aber auch nicht besser aus. Verdiene mehr als 6600 am Tag. 23 mal Steak vorbereiten und jede Forschung beenden und 168 Kunden bedienen. Ich weiß ja nicht, ob ich das hinkriege. So, und hier oben sollten dann eigentlich auch schon die verbesserten Tische hin. Läuft, läuft, läuft. Läuft richtig gut. So. Forschung geht gut vorwärts.
Goldene und seltene Gäste brauchen wir noch recht viele. Ich wollte mal was schauen. Dekoration. Da steht ja nicht bei, was für Gäste das anlockt, ne? Einfach nur Gästezahl. So, noch ein Forschungstisch. 3x3. Der kommt auch hier rein. Müsste man eigentlich mal diese Wand hier wieder wegnehmen, damit der Forscher hier seine Ruhe hat. Und so, müssen wir noch einen einstellen. Maria gewinnt 2x schnelle Erfahrung, Stimmung sinkt langsamer oder zieht mehr Kunden an. Mehr Kunden kriegen wir so eigentlich auch schon ganz gut. 64, 59. Nehmen wir Maria. So. Läuft doch super. Ja, die Band kommt jetzt hier nicht. Den Freitag können wir noch mal eine Veranstaltung planen. Nämlich, nochmal eine Schlachtsiegfeier wäre eigentlich ganz cool. Oder ein Henkerstreffen. Ich nehme mal ein Henkerstreffen. Komm, 160 seltene Gäste. Und dann kommen wahrscheinlich lauter Henker hier nur in den Laden. Sehr cool. Ach, guck mal hier, die Wandtextur können wir nochmal einfärben. Sieht echt schön aus hier hinten. Ist auch schön hell ausgeleuchtet mit Kerzen. So, spontan kleine Pause gehabt. Ja, das Geld, was gerade drin war, haben wir direkt hier wieder reinvestiert. Okay, da sitzt gerade einer auf der Treppe, oder? Ne, die bewegen sich dann gleich wieder. So. Sieht doch schon richtig cool aus. Da ist noch ein Forscher. Ja, wir haben uns, für diese offene Küche hatten wir schon, hatte ich ja schon gesagt, kommt hier später so ein Counter hin mit 3 Köchen und hier 2 Bedienungen. Dasselbe wahrscheinlich langfristig hier auf der Seite. Hier kommt nochmal eine Nische für einen Forscher. Da ist noch eine Nische für einen Forscher. Und hier in die Mitte ist halt jetzt, ja, noch Platz gelassen worden für ein paar Tische. Banner sind hier rangekommen. Und auf die Innenseite dann entsprechend auch. Und wir brauchen ganz viel Geld. Forschung. Okay, 98, 102, das dauert lange. Ich könnte natürlich auch, wenn die Forschung durch ist, hier schon mal aufs Fasslager gehen. Morgen kommen ja, glaube ich, nochmal normale Kunden. Genau, dann würde ich sagen, ich unterbreche einmal die Küche und gehe aufs Fasslager, weil das sowieso noch dauert. So, 205 plus, direkt in den nächsten Tag. Da kommt schon wieder ein Dieb. Du hast den Dieb erfolgreich vertrieben, yes. Ach, guck mal. Ach nein! Der Forscher geht ans Bücherregal. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja geil. Okay, ja, der... ne? Brauche hier auf jeden Fall noch sein Bücherregal. Ja, mit Glück. 2 habe ich jetzt schon. Ich glaube, die ersten Kröten werde ich gleich in Forscher investieren. Forschertische und natürlich entsprechend in die Gehälter. Erdbeeren haben wir noch. Guck mal, die 33 kann ich... nehmen wir die 37. Nicht genug Platz. Okay. Das ist cool, dass er meckert, wenn kein Platz ist. 21 mal Käse, passt auch nirgendwo mehr rein. Okay, dann würde ich sagen, ja, erstmal auf Geld sparen hier. Und morgen ist es dann soweit, das Henkerstreffen. Dann würde ich auch sagen, morgen kommt die Band nicht.
guck mal, die sind sogar ziemlich genau untereinander. Und hier fehlt irgendwie noch einer von euch, Leute. Die muss ich auch noch mal drehen, glaube ich. So. Sehr cool. 288 Gäste am Tag, im Durchschnitt, wohlgemerkt. Wahnsinn. Ja, meine Bedienung kommt da schon lange nicht mehr hinterher, glaube ich. Obwohl, noch geht's eigentlich, ne? Der Tag hat aber auch gerade erst angefangen. Aber dass sie noch an ein Bücherregal ranlaufen, um sich ein Buch zu holen, damit sie halt auch irgendwo Forschung produzieren können, finde ich sehr geil. Gut, dann, was haben wir dann da für Tische? Die mit der Linie. Einfacher Tisch nicht, starker Tisch ist es auch nicht, sondern schwerer Tisch, kostet 700, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich wollte erst noch mal die Bauten hier losschicken. Kein Platz in den Kisten. Pilze brauche ich nicht. Erbsen wären eigentlich mal ganz cool. Das kommt morgen wieder. Wie viel Erbsen und Schinken habe ich denn noch? Geht so. Ja, hol mir ruhig mehr Erbsen. Eine dritte Kiste wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Dass ich mein Lager mal ein bisschen voller kriege. Küche mit... Ah, schade. Ist Maximum. Ja, auch hier die Küche gefällt mir so noch nicht. Sehr funktional gehalten. Bisschen mehr Platz fehlt da natürlich. Sind 20 Pilze, 21. Ah, schade. Mal gucken, vielleicht zum Feierabend hin. Sehr cool. Das sieht so super aus, ja. So, was haben wir denn neu? Bediene 168 Kunden. Beansprucht. Ende jede Forschung. Ja, Fasslager dauert mit der Forschung. Morgen war das, glaube ich, ne? Henkerstreffen, kommen 160 seltene Gäste. Dann werde ich morgen auf jeden Fall die Küche weiter forschen. Und so, Tische, schwerer Tisch war das, ne? Yes. Kosten die Sitzbänke? 300 war das, ne? Genau. Oh, da ist kein Licht. Das ist schlecht. Gut, dann würde ich mal hier so einen Lichtständer, Kerzenständer nochmal holen. Zwei Stück in der Ecke. So, und hier kommt dann auch noch so ein fetter, geiler Tisch hin. Tische, nein, Sitzplätze. So, Deluxe Bank. Ja, und die sitzen beide so einsam allein im offenen Raum, weil hier halt dann die Treppe hinter soll. So, nochmal die nächste Sitzbank kann hier auch schon hin. Da und da kommen dann auch noch mal zwei. So, die Bühne wird gedreht. ...304,2 Gäste am Tag, ey. Wahnsinn, ich könnte eigentlich noch mal die Preise so ein bisschen anheben.
185 Gäste, ja, reicht mir trotzdem dicke. So, und 700. Zack. Tische. So, noch ein schwerer Tisch. Mal gucken, vielleicht kommen ja sogar noch Gäste dafür heute. Sache. Voll besetzt. Die Bar ist voll. Die auch. Die Mädels kommen kaum hinterher. Die Köche haben nicht ganz so viel zu tun. Das passt aber ganz gut so. So, 22 Gäste müssen noch gehen und die habe ich hier ganz easy drin. Achso, ja, genau. Wie sieht's aus? Wegen Pilze. Warte mal, wo hatte ich die denn? Da. 18? 20, ne? Schade. Irgendjemand müsste mal eine Pilzsuppe bestellen oder sowas. Sterling, Koch. Mal, Fähigkeit für Suppen. Ja, komm, Suppen. So, sind alle glücklich? Auf jeden Fall. So, dann bauen wir hier nochmal den nächsten schweren Tisch hin. Und ich vergesse schon wieder. Unten waren es 56, 58, ich weiß es nicht. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 50, 52. Okay. Das war nochmal mehr, oder? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 38, 40, aber 56. Okay. 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 94, 98, 104, okay, kleines Plus, 104, 104, so. 106 und dann gleich 108. Morgen kommen die seltenen. Gut, machen wir hier eine Pause und machen da weiter. Und dann, bevor es soweit ist, will ich nochmal einen Forschertisch hier reinsetzen. Einen Forscher einstellen. Gewinn zweimal schnelle Erfahrung der Kunden. Ja, nehmen wir Wortem. Und nächster Tag. Guck mal, Tatsache, ne? Rennt er los, holt sich ein Buch. Sie kommt ganz rüber, weil sie hier kein Bücherregal hat. Sie ist es. Habe ich auch noch wieder vergessen. Und da, ach du Gott, die Henkers-Invasion. Wenn jeder nur einen hinrichtet, dann ist so ein Dorf aber auch geleert danach im Anschluss, ne? So, für morgen schon mal wieder die Band anheuern. Wahnsinn. Toll. Die Hütte ist voll. Voll, voll, voll. So, und hier oben werden jetzt noch die letzten Plätze gefüllt. Er kommt mit dem Ausschenken gar nicht mehr hinterher. Achso, was wollt ihr überhaupt heute? Ein Bier und Ale. Okay. Auf jeden Fall schon an Bord hier. Brauche auf jeden Fall mehr Bedienungen, die irgendwie mehr tragen können.
So, die ersten 200 gehen hier nochmal auf eine Bank. Nee, Quatsch, 300 kostet, glaube ich, ne? So, was haben wir denn hier? Erreiche 3 Sterne mit irgendeinem Essen. Wow, und dann gibt es auch schon bald die gute Bodenfliesen. So, Sitzbänke. Deluxe Bank. So, kommen nochmal 2 Henker jetzt gleich. Sind hier viele unterwegs, ey. Und ich glaube, die stehen auch nicht auf, bevor der Abend durch ist. Also ich muss jetzt entweder nochmal 52 Plätze irgendwie auf Express bekommen oder ich habe Pech gehabt. Vorher hauen die nicht ab. Ja, dann kriege ich halt den Bonus nicht, aber macht auch nichts. Dafür habe ich genug Leute für die Forschung. So, und auch da. Forschung Nummer 4. Liv, Stimmung sinkt langsamer, zieht mehr Kunden an. Nehmen wir Gale hier. Okay, jetzt haben wir. So, er holt sich jetzt auch ein Buch. Und muss dann ganz wieder zurücklaufen. Ist also nicht nur reine Deko, das ist aber auch total cool. Kann man die Treppe eigentlich irgendwie anmalen? Nee, ne? Wandtextur? Nee. Bodentextur? Steintreppe oder so? Nein. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Und, so, die nächste... müsste eigentlich eher hier sein dann, ne? Hier und 11 für 2000, Schlachtfeier. 80 Gäste kriege ich hier ganz entspannt unter. Mittlerweile jedenfalls. So, meine Fässer sind noch bald leer. So, voll. Pilze sind bald alle. Genau, deswegen hatte ich die heute, glaube ich, genommen. Damit die 80 Pilze endlich mal wegkommen. Und ich wollte ja auch hier, ne? Da, Pilze. Passt nicht. Braucht noch einen Tag. So, lauft ihr da hin? So, das sollten wir wohl schaffen. Und neue Pilze hol ich. Nicht genug Gold. Ah, komm, 2 Münzen noch. Komm schon, 2 Münzen noch. Ja, und schade, nicht geschafft. 112 Gäste waren das. Hm. Okay, dann brauche ich seltene Gäste, 80 Stück. Dann gehe ich morgen erstmal hier drauf, aufs Hotel. Und ja, leichtes Minus direkt in den nächsten Tag. -300 über Nacht. Wahnsinn. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zusammensparen, deswegen einfach mal den Schnellvorlauf. Mal gucken. Barkeeper hier oben noch nichts zu tun. Achso, und ich dachte, die Mädels, die rennen dann auch runter mit den Krügen. Ja doch, machen sie. Okay, war nur noch nichts bestellt worden. So, und der Laden füllt sich. Alles voll besetzt, ne? Wahnsinn schon wieder. So, hier oben wird es auch langsam ein bisschen voller. Forschung bewegt sich schon ganz gut. Also mit Glück kriege ich heute sogar noch das Hotelbett fertig. Und in der nächsten Etage werden dann halt auch Betten gebaut. So, Schlachtsiegfeier. Es war ordentlich Saft unterwegs heute. Ich brauche mehr Kellnerin, ey. Wahnsinn.
Okay, so, ihr habt alles soweit. Ja, da die Wand müsste ich vielleicht nochmal in einer anderen Farbe machen. So, wie sieht's denn hier aus? Kiste voll, Kiste voll. Ah, hier, Schinken, endlich wieder. 40 sogar an Stärke. 500 Münzen, auf geht's. Käse, Käse, nee, Pilze. Mal gucken, wen können wir dann noch losschicken? Pilze habe ich, Erdbeeren, Käse, brauche ich alles nicht. So, das hier wäre vielleicht nochmal was, aber Stärke 240. Bisschen teuer. 46% schaffen die nur. 56% schaffen die nur. Oh, der Tag ist schon wieder durch. Was sagt denn die Forschung? 106. Ja, und das dauert noch ein paar Tage. Sahnebrötchen. Aufstieg, Level. Hühnchenschenkel. Auch. Mehr Geld dafür. Sehr cool. So, die Mädels sind noch im Abräumen. Ein Essen wurde nicht abgeholt. Ja, cool. Nächster Tag. Auf geht's. So, die Erbsen könnt ihr haben. 99% sollten sie schaffen. 94% sollten sie auch schaffen. Warten wir es mal ab. So, mein Forscher, ich glaube mit 4 Forschern geht das schon echt flott. Braucht er, glaube ich, nicht zwingend jetzt alle 6 oder so. Weiß ich nicht. Gut, die Band oben, da hatte ich doch die Platte eigentlich geändert, ne? Also jetzt nicht im Sinne von spiel mal ein anderes Lied. 1, 2, 3. So. Muss ich sonst heute Abend dann nochmal drehen oder so. Schlachtsiegfeier, ja. Morgen keine Band. Obwohl, scheiß auf die 200 Münzen. Wenn die einen Schlachtsieg zu feiern haben, dann sollen sie auch Musik haben dabei. Menü, was sind jetzt schon wieder? Fischsteak auf 70. Und was haben wir hier für neue Aufgaben? 3 Sterne mit irgendeinem Essen. Und wir haben das Hotel. Bauen. Na, guck mal, beende jede Forschung. Yes. Bodenfliese haben wir jetzt. Cool. Hotelanleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten des Hotels. So funktioniert es. Schritt 1. Baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster. Ich glaube, gelesen hatte ich das schon mal. Geh in den Hotelshop. Kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Und warte auf Kunden, die abends kommen. Okay, bauen Bodentextur. Yes, guck mal hier. Ich doch. Kann man die auch drehen? So, mal ein bisschen schickeres Holz. Ja, der Übergang ist ziemlich krass, finde ich. Ein bisschen blindig. Muss mal schauen, ob man hier vielleicht statt dem Steinboden dann auch dieses helle Holz nimmt. So, ansonsten, es ist schon 9 und ja, die ganzen Getränke werden gar nicht mehr serviert, weil die Mädels gnadenlos überlastet sind. Ich brauche dringend unbegrenzte Bars. Hier, guck mal, da muss ich hin. Dazu muss ich hier auch erstmal den anderen Kram erforschen. So, 0 Uhr. Leute können es im Prinzip gar nicht mehr austrinken. So, wieder über 3000 plus. Und ich würde sagen, eine halbe Stunde ist auch schon wieder durch. Mal hier wieder einen kleinen Break. Und wie sieht's da aus? Passt alles nicht rein, ne? So, die Sachen kommen morgen, übermorgen wieder. Morgen ist das Schlachtfest und Getränkepreis könnten wir vielleicht nochmal erhöhen. Kommen nur noch 74 Kunden.
Na, ob sich das lohnt, ich glaube ja fast nicht. Bleibe ich lieber dabei, bei voller Hütte. Da ist irgendwie eine Schüssel in der Luft. Achso, auf dem Tisch da über. Okay. Bin schon Schnappatmung hier. Ansehen, 12.000, okay. Verfügbare Abenteurer. Ja, schauen wir hier mal rein. Einfaches Bett. Bequemes Bett, Seidenbett, stabiles Bett, Luxusbett, einfaches Bett, Doppelbett, Blauen. Ach was. Okay, das bringt mich auf Ideen. Aber nicht mehr heute. Hier mache ich, wie gesagt, Schluss. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.